Und wie findest du ihn? Naja, danke. So, jetzt passt mal alle auf. Jetzt kommt nämlich das Hauptgeschenk. Du verbindest der Paula jetzt mal die Augen ganz fest. Aber wirklich ganz fest. Sie sieht hier noch was. Ach nee, das wird schon nicht. Komm, Paula. Wow, das ist toll. Wow, super. Voll, wir sind ja voll. So, jetzt wird's spannend. Und Augen auf. Oh. Und das gehört dazu. Du weißt, was ich meine? Ja. Wir können dir wirklich nicht jedes halbe Jahr ein neues kaufen, nur weil du nicht absperrst. Ich weiß, ich weiß. Es geht nicht nur ums Geld. Du darfst einfach nicht so schlampig sein. Seit wann ist denn die schlampig? Ja. Das halbe Jahr ohne Fahrrad wird ja hoffentlich eine Lehre sein. Ja, ätzend. Ja. Die Schlampe ist was bin da nicht. Oberschlampe. Mann, jetzt hör bitte auf. Wer mag den Himbeerkuchen mit Schlagsahne und Schokolade? Also los, come on, Girls. Aber wascht euch erst die Hände, ihr seid vorher draußen geblieben. Wer spielt nachher bei dem neuen Spiel, mit dem ich willkommen habe? Spiel des Wissens. Ein Land mit C. China. Ceylon. China war zuerst. Meine Karte. Ein See mit B. Baikalsee. Bodensee. Baikalsee war zuerst. Wo soll denn der sein? In Sibirien. Jetzt müsst ihr euch anstrengen. Eine Stadt mit X. Gibt's nicht weiter. Doch, Moment, ich hab's gleich. XX Xanten. Ein Berg mit K. Kuppe. Gilt nicht, das ist kein Name, sondern ein Begriff. Kalkgebirge. Gibt es nicht. Doch, die Dolomiten sind ein Kalkgebirge, da waren wir nämlich im Urlaub. Da hat sie recht. Ja, aber dann sind es die Dolomiten und die fangen mit D an. Aber ich weiß was mit K. Kilimanjaro. Nie gehört. Wo soll denn der sein, bitte? Klar, ein Berg in Afrika. Das kann ja jeder behaupten. Dann sag ich, King Pung Pong, ein Berg in China. Genau. Mami, gell, das stimmt. Der Kilimanjaro ist ein Berg in Afrika. Sicher, da war Paulas Vater sogar schon mal oben. Gib her, die Karte gehört mir. Weiter. Mir reicht. Sei doch kein Spielverderber. Die Paula hat doch eh gewonnen. Aber es ist noch nicht raus, wer Zweite ist. Darauf kann ich auch verzichten. Ja. Spielen wir Ball. Spielen wir Ball. Erst wird das fertig gespielt. Die redet schon wie ihre Mutter. Oh, okay. Oh, das wird sowieso Zeit. Bitte. Du musst auch noch Klavier üben. Ich kann morgen ein bisschen länger machen. Paula, du weißt, was Rubinstein gesagt hat. Wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es. Wenn ich zwei Tage nicht übe, merkt es das Publikum. Paula ist doch nicht Rubinstein. Und wenn sie nicht übt, wird sie auch nie eine gute Pianistin werden. Also, ihr könnt ja ein andermal wiederkommen, aber ruft vorher an, die Paula hat nicht immer Zeit. Aber ruft vorher an, die Paula hat nicht immer Zeit. Das kann ich mir denken. Ballett, Reiten, Tennis, Klavier. Und immer üben. Wenn sie nicht übt, wird sie nie eine gute Pianistin werden. Und dann merkt es das Publikum. Welches Publikum? Frag nicht so blöd. Bei der Weihnachtsfeier in der Aula zum Beispiel. Alle Leute werden sich anschauen und sagen, sie hat einen Tag nicht geübt. Zwei Tage. Seid nicht so gemein. Sie kann doch auch nichts dafür, dass sie eine solche Mutter hat, oder? Nichts dafür? Sie ist selbst ganz schön eingebildet. Hast du gesehen, wie sie uns heute behandelt hat? Mhm. Wie die letzten Idioten. Das werden wir uns nicht länger bieten lassen. Nee. Das mit diesem afrikanischen Berg habe ich besonders affig gefunden. Mein Vater war sogar schon mal auf dem Matterhorn. Pech für dich, dass kein Berg mit M kam. Welches Heft? Das magst du natürlich, ich muss noch was abschreiben. Du kannst doch mal jemand anderen fragen. Komm, mach keine
zicken. Dazu bin ich wieder gut genug. Gib her. Jetzt kriegst du noch Flügelchen. Und schöne Schuhe. Hey, gib mir sofort die Steffi, das ist meiner. Du gemeines Biest. Das war doch keine Ahnung. Das wirst du bereuen, das schwöre ich dir. Auf die Plätze. Fertig. Ihr müsst auch mal verlieren können. Schlagt euch nicht immer gleich die Köpfe ein. Stinkstiefel. Unfair, ehrlich. Geworfen. Ihr könnt mich. Na ja, du kannst es natürlich auch anders haben. Auf sie! Lass mich los! Das fällt da rein! Lass die Kleine sofort los! Es geht doch sie nichts an. Werd nicht frech. Und jetzt ist Schluss. Verstanden? Unverschämtheit, wenn ihr der Terror machen wollt, dann schmeiß ich euch sofort raus. Verstanden? Diesmal hat sie es abgesperrt. Also, wir können dir wirklich nicht jedes halbe Jahr ein neues Fahrrad kaufen. Es geht dir nicht ums Geld. Du darfst einfach nicht so schlampig sein. Hey, das ist es. Ich hab's. Spinnst du? Mach sie so spannend. Spuck's aus. Was denkt ihr, was die für ein Gesicht macht, wenn ihr neues Fahrrad weg ist, wenn sie rauskommt? Wow, das ist super. Was könnt ihr nicht machen? Das ist gemein. Gemein? Und was war das, was sie gestern im Sport gemacht hat? Wir wollen hier ja bloß einen kleinen Schreck einjagen. Ja. Achtung, sie kommt. Jetzt rein, die Klose stellen das Rad zurück. Oh Mann.
Ich glaube, sie sind so wundervoll. Wenn sie nichts merken, können wir ja morgen sagen, das wird ja eine Lehre sein. Ja. Mir gefällt dieser Streich nicht. Irgendwie ist das mies. Oh, komm, jetzt tu nicht so. Ständer, das war zu gut. Also. Achtung. Eins steht fest, ihre Zunge hat sie sich nicht verstaucht. Gehen wir. Ist sowieso für dich. Du schaffst ja immer mehr Grünzeug hier ins Haus. Findest du nicht, dass wir Obermeier? Davon haben? Moment, Lucy, mach mal den Gänse etwas leiser. Was sagen Sie? Doch, natürlich ist Lucy zu Hause. Seit 5 Uhr. Moment, ich hol sie. Komm mal her. Wer ist das? Paulas Mutter. Paula ist weg. Ja? Nein, wir haben sie zuletzt im Bad gesehen. Wir sind früher weg. Ach, der Bademeister sagt, das Rad steht noch dort. Ich kann mir das auch nicht erklären. Gut, Wiedersehen. Wo willst du denn hin? Wer kann denn ahnen, dass die gleich durchdreht? Ich habe euch doch gewarnt, oder? Das bringt es doch jetzt auch nicht weiter. Wir müssen sie suchen. Weit kann sie nicht sein. Wo willst du das wissen? 3 Stunden Fahrt bis nach Frankfurt. Aber nicht zu Fuß. Oh. Und wenn sie ertrunken ist? Ach Quatsch. Sie war doch gar nicht mehr im Bad. Aber sie ist doch zu Isa runtergelaufen. Schmarrn, die hat sich doch hier irgendwo verkrochen. Achtung, versteckt euch. Und ich gehe flussaufwärts. In einer Stunde treffen wir uns wieder hier, okay? Okay. Also los. Okay. Ich muss dir was sagen.